Grüße aus Dilbrecht. Jesus ist auf seinen Wanderungen und Reisen vielen Menschen begegnet. Darunter waren auch zwei Frauen, die für mich sinnbildlich stehen für zwei Menschentypen. Die Macherin und die Müßiggängerin. Die Macherin, die zielorientiert ist, klare Ansagen trifft, die weiß, wie sie ihre Zeit am besten einsetzen kann und stolz darauf ist, wenn sie etwas geschafft hat. Und natürlich wird sie dann auch dafür gelobt, für diesen sichtbaren Erfolg, und wächst damit vielleicht noch ein wenig mehr über sich hinaus. Gestaltet die Welt, die Macherin. Und dann die Müßiggängerin, die sich Zeit nimmt für ein wohlbedachtes Wort, die sich Zeit nimmt, anderen Menschen zuzuhören, die einfach mal da ist, ohne immer nur zu rennen und zu hetzen. Ich denke, diese beiden Menschentypen, die schlagen vielleicht auch als zwei Herzen in meiner Brust. Nach dem Konfirmationswochenende, das wir jetzt gerade gehabt haben, Ende Juni, ist es Zeit, in den Urlaub zu gehen. Für mich den gepflegten Müßiggang zu pflegen. Ja, und wie ist das jetzt für Jesus? Der Müßiggang und das Machen und Tun. Naja, der eine oder andere ahnt es schon, ich ziele ab auf Maria und Martha, die beiden Schwestern, die im Lukas-Evangelium Kapitel 10 ab Vers 38 auftauchen, als Jesus unterwegs ist und Rast braucht, einen Ort, wo er auftanken kann, und natürlich braucht er auch etwas zu essen. Und die eine Schwester, die Martha, die ist schon dabei, alles richtig gut vorzubereiten. Aber Jesus setzt sich und unterhält sich mit der Maria, was die Martha fast zur Weißglut treibt und Jesus dazu bringt, die Maria zu nötigen, doch gefälligst auch mal mit anzupacken. So, wie sich das gehört, wenn man schließlich einen Gast bewirten möchte. Aber Jesus sagt ihr: Martha, Martha, was sorgst du dich? Was sorgst du dich? Eines tut Not, zuzuhören. Gott zuzuhören, sich Zeit für den Menschen zu nehmen, Zeit für Gott und aus seinen Worten, aus Gottes Worten zu leben, aber nicht einfach losgelöst, Gott, nur Gott, nein, im Kontakt mit den Mitmenschen. Und das wünsche ich uns, dass wir in der Gegenwart Gottes auf unsere Mitmenschen zugehen, mit ihnen Zeit verbringen, jenseits von allem Machen und Tun, das ebenso wichtig ist im Reich Gottes. Aber eines tut Not, sein Wort im Herzen aufzunehmen. Seien Sie gesegnet.